Schon wieder parkt, dass ich einen Führerschein im Lotto gewonnen. Perfekt. Einen wunderschönen guten Tag, was geht ab, Alter? Ich habe den Blog schon fertig geschnitten und meine Bürotätigkeiten schon erledigt, mit meinem Anwalt gesprochen, mit meinem Steuerberater und noch zusätzliche andere Sachen gecheckt. Wie zum Beispiel die Versandkartons. Das habe ich ja verkackt. Einfach Magnetboxen ohne Versandkartons bestellen. Aber das habe ich heute geregelt. Die werden morgen schon losgeschickt und sollten somit spätestens am Donnerstag da sein. Das heißt, wir können hoffentlich entweder noch diese Woche oder erst am Montag, wahrscheinlich erst am Montag nächste Woche, die Sachen wegschicken an diejenigen, die vorbestellt haben, exklusive der Paragraph Hoodies. Ich weiß nicht, ob ich schon im Blog erzählt habe, aber die Paragraph Hoodies, so wie die angekommen sind, so wie ich meinen habe, waren mir nicht perfekt genug. Ja, deswegen habe ich gesagt, die müssen wir nochmal verbessern, denn jetzt kommen die später. Die kommen alle erst am, weiß jetzt gar nicht, 20. an oder so. Oder am 20. werden sie erst verschickt. Das heißt, auch da beim offiziellen Job wird es eine Lieferzeit von 1 bis 2 Wochen geben. Also es war mein Fehler. Nicht der von der Produktionsstelle, sondern einfach mein Fehler. Ich habe gesagt, nein, der ist nicht perfekt genug. Und wenn mir was nicht perfekt genug ist, dann werde ich das sicher nicht mit meiner Marke verkaufen. Und dann, habe ich das einfach machen müssen. Werden ein paar nicht so begeistert sein, aber das ist halt wichtig. Wenn es ein perfektes Produkt sein soll, dann muss natürlich gewisse Dinge müssen da gemacht werden. Und Abstriche müssen auch gemacht werden. Das zu dem Blabla. Das habe ich noch gar nicht gesagt. Ja, die erste Tranche der Sachen sind da. Das heißt, die Shirts sind angekommen plus der Justitia-Hoodie angekommen. Gott sei Dank, dieses Ding hier. Wir haben uns heute ansehen, Freunde. Dann machen wir uns am Weg in Dösermistor und direkt danach geht's weiter ins Büro. Und dort wird gehustelt und gearbeitet an der nächsten Kollektion schon wieder. Heute finalisieren der Designs für die Kollektion. So, aber jetzt, bevor ich aber zu den Burschen ins Büro fahre, wieder mal eins Zeit, nämlich jetzt wird es Zeit für die Booster-Szene. Motiviert, glaube ich. Der Scheiß ist nur, es ist extrem kalt. Ich habe jetzt gerade die Wohnung auf Vollgas eingekatzt, weil es einfach zu kalt ist. Licht haben wir sowieso keins mehr. Heute ist wieder ein Dreckstag, was das Sonnenlicht betrifft, und das macht mich immer ein bisschen meier. Das mag ich nämlich gar nicht, wenn es kein Licht gibt. Was machen wir? Gehen wir trainieren oder gehen wir Runde laufen? Das ist jetzt die große Frage. Hallo, hallo, hallo. Laufen? Laufen, passt. Okay, Alter, dann gehen wir laufen jetzt. Sportlich und ernährungstechnisch hat es ganz katastrophal aus bei mir. Ganz furchtbar, was da gerade abgeht. Ich habe auch gestern wieder Alpen bestellt. Ja, was soll ich sagen? 2 Pizzen habe ich gefressen, ein ganzes Eis und 2 Packungen Schwedenbomben. Also was die Ernährung betrifft, fuck man. Scheiße. Ich habe ja versucht, diesen Typen zu erreichen, der mich wieder versorgt mit Essen, der hält man nicht ab. Der ist sicher durch Corona meier gegangen. Motivation für Sport bei der Kälte, eher spärlich gesehen, aber nutzt nichts. Wir werden was machen. 1, 2, 3. Ehrlich gesagt, sagt es mich gar nicht. Es ist eiskalt draußen, mir ist sogar drinnen ein bisschen kalt, aber. Es nutzt halt alles nichts. Trainiert wird, Freunde. Trainiert wird. Okay. Freunde, nicht vergessen, wo gibt's die besten Nahrungsergänzungsmittel? Naja, ganz klar, bei Neosubs. Deswegen, für all jene, die noch Nahrungsergänzungsmittel suchen und da wirklich was Ordentliches haben möchten, mit Qualität, was auch vom Chef bestätigt wurde, dann geht's runter in die Infobox auf neosubs.com und mit meinem Gutscheincode spart euch auch noch Geld, also schaut unten rein. Meine Influencer-Tätigkeit abgehakt. Mittlerweile sollten eh auch alle Trainierer von euch auf Neosubs umgestiegen sein, oder? Sieht ihr das richtig? Na sicher. Umziehen? Ich weiß noch gar nicht, was ich da alles anziehen soll. Wie kalt ist denn eigentlich? Alexa, wie viel Grad hat es draußen? Im Augenblick liegt die Temperatur bei 7 Grad Celsius. 7 Grad. Ja, da werden wir schon ein bisschen was anziehen müssen an Janka. Geh, okay, sei ruhig. Kleine Laufrunde, jetzt geht's ab vor dem Training. Es geht mir mal am Arsch, dass ich da zurückkratschen muss, nur damit ich dann nachher sagen kann. Ist nach dem Training, vergessen zu filmen. Jetzt geht's aber gleich direkt zu Hardy, Hunder und Daniel. Here we go. So, alles zusammengepackt. Outfit of today am Start. Mal wieder den Represent Hoodie. Dazu 6pm Trackbands auf chillig. Einfach Workflow-mäßig unterwegs. Sachen packen. Was nehmen wir da noch? Was brauchen wir da noch? Brauchen wir noch irgendwas? Ich glaube, ich ziehe andere Schuhe an, oder? Travis Scott Schuhe und dann noch die fette Jacke von Weekday. Alles am Start. Start, Freunde, schnell irgendwas übergeworfen, weil jetzt ist nur mehr der Hustle wichtig. Oh fuck, ich muss diesen fetten Karton mitnehmen. Scheiße. Keine Stiegensequenz wegen dem Ding da, das sind die Versandproben, wo ich schauen muss, ob die Skateboards reinpassen. Oh, 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 das herumzahlen, lustig. Einmal nicht im Stock geirrt. Hallo Schatzi, du Hübscher, du! Wow, das schaut schon wieder gut aus. Ui, du Fescher, jetzt fahren wir los. Servus, Bro, Servus. Grüß dich. Na, wie haben wir's? Alles gut? Danke, Peps. Alles super. Schon wieder parkt, dass ich einen Führerschein im Lotto gewonnen. Perfekt. Das sind die Decks, genau. Das sind Verpackungen. Nice, oder?
klebt man sich selber drauf. Ja, Script-Tape, genau, ja. Das ist nicht dabei. Das ist aber nie dabei bei Skateboards. Ja, da, wo ich mich jetzt einpackt habe, darf man natürlich nur mit Parkzettel stehen. Deswegen Trick 17, einen vorhandenen Strafzettel um das Auto und dann sind wir hoffentlich gesaved und kriegen keinen zweiten Strafzettel. Schmeiß weg den Scheiß, gleich die Hure können mich am Arsch lecken. Ah, da haben wir. Schatzi, pass auf, sonst gibt's den einen. Dere Jungs, hallo Daniel. Servus. Grüß dich, servus Max. Servus, Gudi, alles gut? Na, wir schauen mal aus. Party ist unten, ja. Aber geschwind, bevor die Alarmanlage losgeht. Schnell, Daniel. Und? Ha? Oi. Schnelligkeit und Daniel, das Griffe passen nicht so wirklich zusammen. Was? Alarmanlage? Boah, steppert auf einmal recht anblasend. Habe ich aber nicht so gern, wenn es mitten auf der Straße ist. Hallo. Na, schauen wir aus. Super, schön. Was hast du da schon wieder? Ich! Bist du in der Gain-Phase oder was? Ja, sicher. Noch Gewicht zu legen für den Winter, damit er nicht kalt wird. So, jetzt. Tut mir leid, ich habe keine Zeit für deinen Smalltalk. Jetzt wird es nämlich spannend. Der erste Teil ist angekommen. So. Da geht's los, Alter. Na sicher. Freunde, jetzt wird's aber ernst. Bist du deppert? Geil. Das erste Drittel haben wir jetzt, gell? Ich ganz, aber ja. Sehr gut, sehr gut. Na, bitte. So vorbereitet, ja. Sehr gut, Schatzi. Gut gemacht. Kein Strafzettel bekommen. Ah, so taugt man das. Schatzi, ich geh jetzt weiter besprechen. Danke dir. Jetzt geht's ab ins Büro. Bestellungen sind gecheckt. Es ist alles perfekt, was gekommen ist. Perfekt. Bis ins kleinste Detail, bis auf die letzte Naht. Top-Nachrichten sind das. Jetzt drauf ins Büro. Design-Session, alles erledigen. Designs finalisieren für die nächste Kollektion. Hustle-Modus on. Was sagst du, Brudi? Ist gut. Kannst unten verstellen, genau. Ja, super. Echt gut. Bravo, Gratulation. Danke. Nice. Ja, auch Nasade, Ehrenmann. Das Urgestein Wiens. War auch am Start, feiert natürlich auch MEM und war zum Schluss noch bei der Design Session dabei. Eines kann ich aber sagen, da ist jetzt nicht sonderlich viel weitergegangen. Wir haben es wohl. Alexa, halt deine Schnauze, wenn ich das Outro mache. Sehr ruhig! Auf jeden Fall spannende Session gewesen. Trotzdem, auch wenn wir nicht große Fortschritte... Alexa, Ruhe! Auch wenn wir nicht großartig Fortschritte gemacht haben, kommen wir dem Ganzen immer näher. Ich habe dann auch wieder mal einen Geistesblitz im Bett gehabt mit mega krassen Ideen für die kommende Kollektion. Aber jetzt ist einmal die aktuelle Kollektion wichtig, am 19. um 19 Uhr vorne. Ich hoffe, ihr seid alle am Start. In diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Seid dabei im Billionaires Club. Wir sehen uns dann im morgigen Blödsinn. Freitags keine Vlogs mehr, immer Samstag die Vlogs. Also Montag, Dienstag, Donnerstag, Samstag. Das geht sich von so hinten und vorne aus. Das war's von mir, der Reh. Was? Alarmanlage?